Herzlich willkommen zusammen zurück hier auf unserem Community-Server. Ja, das Heu hier ist endlich trocken. Ich bin hier schon am Schwarten, also noch nicht ganz fertig. Lass gerade teilweise nebenbei ein Helfer noch ein bisschen was machen. Und ich würde sagen, wir fangen schon mal an hier mit Ballenpressen. Aus dem Stream die andere Wiese mit Ballen, die ist inzwischen fertig gepresst, aber das ist der Silage, müssen wir aber auf jeden Fall noch einsammeln. Und ich habe wieder eine neue Maschine gekauft. Die werden wir uns auch noch im Laufe der Folge einmal anschauen. Aber jetzt würde ich sagen, als allererstes mal hier ab rauf auf den Bock. So. Warum sehe ich denn wieder hier jetzt die Option nicht zum Türe schließen? Jetzt ist er wieder da. Aber manchmal muss ich einfach nochmal absteigen, wieder aufsteigen, bis wirklich alles perfekt funktioniert. So, Presse haben wir dran. Stellen wir auch Presse ein. Sind halt hier auch wieder Allmachtsschwad. Aber das wird schon. Es gibt ordentlich Heu. Brauchen wir alles dann quasi für unser neues Stallprojekt, welches wir dann bald starten können. Ich kann auch schon mal sagen, wo der Stall hin soll. Und zwar hier vorne gleich, einmal rechts um die Ecke schauen. Allerdings brauche ich dafür erstmal noch gut Geld. Ich habe heute schon ein bisschen Geld verdient. Ich werde heute noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Können wir kurz mal auf den Kontostand drauf schauen, was wir hier haben. 150.000 hätten wir noch Luft, was wir in Kredit aufnehmen können. So, wenn ich heute mein Tageslimit voll mache, bin ich bei 300.000. Aber ich kann euch sagen, es wird noch nicht reichen für den Stall. Genau, hier soll der hin. Wird relativ groß, da könnt ihr schon gespannt drauf sein. Geht bald los. Ja, dann war ja Christian, mein Kollege hier auf dem Hof, jetzt längere Zeit nicht da, wegen PC-Probleme und wenig Zeit und alles drum und dran. Aber er ist jetzt ab und zu wieder da, also am Wochenende. Er hat zum Beispiel da drüben die Ballen für mich fertig gepresst. Und ansonsten weiß gar nicht, was er im Detail alles gemacht hat. Ich werde es bestimmt noch rausfinden. Genau. So. Ich glaube, wir nehmen gleich mal. Wegen spart da ein bisschen weiter hinten, weil mein Helfer steht da oben an der Hecke. Und vielleicht kann ich noch ein bisschen was erzählen zum Thema Ballen in Realität machen. Welche Erfahrung habe ich denn da damit? Und was wurden denn da für Ballen schon gemacht? Also ich kann direkt mal vorne wegnehmen. Rundballen. Habe ich persönlich noch nie gemacht in Realität. Also Heurundballen. Andere Rundballen, Silage-Rundballen, ja, aber Heurundballen, nein. Dafür aber Quader und die kleinen Ballen, also die, wo man auch von Hand tragen kann hier. Mit einem 1,20 Meter Länge. Und davon halt auch schon Tausende, wobei bei den kleinen Ballen ist es natürlich auch kein Wunder. Ja, welche Flächen haben wir denn immer zu Heu gemacht? Das waren in erster Linie zwei Flächen, zwei Hangflächen. Und da noch eine Fläche, ja, das sind Obstbäume drauf, also Streuobstwiese. Zu 50% und zu 50% ist es dann einfach
Freifläche, Wiese wie hier. Und warum genau die Flächen und warum genau jedes Jahr die Flächen, das erzähle ich euch gleich, sobald ich mich hier oben mal um den Helfer da gekümmert habe. Weiß gar nicht, was mache ich denn eigentlich für Ballengrößen? Ah, die 150er, genau, perfekt. Also, so perfekt geschwadet außenrum ist es noch nicht. Aber ich presse jetzt einfach mal, dass wir hier fertig werden. Uiuiui. Dass wir hier fertig werden, vorwärts kommen. Und ja, ich kann ja dann nachher, wenn die Ballen aufgeladen sind, da wird man nämlich die neue Maschine definitiv einsetzen. Da kann ich mich dann drum kümmern, dass ich das hier außen auch voll schwade. So, der kommt beim nächsten Mal da. Wahrscheinlich muss ich ihn dann wieder. Also die Wiese hier ist nicht so besonders helferfreundlich, leider. Aber gut, es ist, wie es ist. So, also, dann zum Thema, warum wir genau die Flächen zu Heu gemacht haben und keine anderen Flächen. Prinzipiell besteht der Hof aus allgemein ziemlich viel Riesenflächen. Wieso drehen der da jetzt um? Interessant. Achso, ich habe den Winkel vielleicht doof eingestellt. Ah, okay, könnte sein. Genau, aus ziemlich viel Wiesenflächen, die entlang von einem Bach liegen. Und zu Bach könnt ihr euch sicherlich denken, Bäume vom Bach, die werfen Schatten. Das ist halt auch immer ein bisschen schwierig mit Heu machen. Und zusätzlich, wenn man einen Hof hat, man hat Tiere, man braucht eine gewisse Menge Heu pro Jahr, man braucht eine gewisse Menge Silage pro Jahr und man braucht eine gewisse Menge an frischem Gras pro Jahr. Und die Flächen, die ich vorher genannt habe, die haben sich einfach perfekt angeboten, um Heu zu machen. Warum, komme ich gleich zu? Und gleichzeitig haben es zudem auch noch ausgereicht, um, ja, um den jährlichen Heubedarf zu decken. Denn manche Flächen davon wurden sogar mehrmals im Jahr zu Heu gemacht. Beziehungsweise aus der Region, wo ich herkomme, nannte sich das dann Ömt. Was macht denn der? Also gut, ich habe den Winkel falsch eingestellt, aber schaut euch das an. Und schiebt der jetzt auch noch einen Ballen? Der schiebt einen Ballen vor sich her. Der hat doch einen in der Klatsche, oder? Ey, ich kann immer. Dreht er jetzt um? Nee, nee, nee. Schäfe, Schäfe, halt und stopp. Der kommt da auch schon wieder zurück. Nicht auf, aufpassen, nicht, dass wir gleich überrollt werden. Wäre auch nicht gut. Eieiei. Gut, ja, das ist ja krass. Uff. Ich kann den das sogar anstupsen ein bisschen.
Jetzt. Ja, komm, schieb ihn voll weiter. Herrlich. Was man hier nicht alles erlebt. Ich hoffe, es läuft jetzt. Ja, wie fange ich denn an, zwecks der Heuflächen? Also eine Fläche ist sowieso relativ klar und eindeutig. Ist ein sehr, sehr steiler Hang. Ihr seht hier vor mir, da ist so eine Kante, da wird es gleich ein Ticken steiler, ja. Die Wiese war noch mal steiler. Und da waren Obstbäume drauf. Und ja, ich sag mal so, wenn man einen Ladewagen hat und den hoch volllädt mit frischem Gras und würde das seitlich an dem Hang lang fahren, wäre das schon sehr gefährlich in Sachen Kippgefahr. Aus dem Grund wurde dort Heu drauf gemacht. Heu auf dem Ladewagen, beziehungsweise als Ballen ist sowieso ganz niedrig, aber Heu auf dem Ladewagen ist nicht so schwer wie Gras. Damit ist der Schwerpunkt vom schweren Ladewagen niedriger und man hat da kein Problem. Zudem ist natürlich auch, ja, zwischen die Bäume, da wächst Gras so ein bisschen langsamer und da ist dann zu dem Zeitpunkt, wo man Silage macht und so weiter, noch nicht ganz so schön groß gewachsen. Fährt er jetzt durch den Bach? Das ist die Helfergeschichte. Ich glaube, die lasse ich jetzt dann bleiben. Ja, von dem her war die Wiese schon mal jedes Jahr fix dafür vorgesehen. Und die zweite Wiese, die war ein bisschen flacher im unteren Bereich, aber dann gab es da gegen Ende hin auch einen steilen Hang. Da war es dann manchmal so, dass der untere Teil als Frischgras oder für Silage genutzt wurde. Insbesondere, weil der untere Teil teilweise auch noch am Bach war und da wieder beschattet wurde. Aber halt der steilere Teil auch wieder. Jetzt hat er einen Ballen da reingeworfen. Die Geschichte. Ja, einfach mit Schwerpunkt und einfacher Heu zu holen. Aber die zwei Wiesen, die ich bisher beschrieben habe, waren tatsächlich auch die zwei kleineren. Die größere Wiese, während wir mal kurz hier drüben, ich habe den Pickup vergessen, okay, den Helfer wieder aktivieren. Ja. Die größere Wiese war zur Hälfte einmal Freiflächen, zur Hälfte einmal wieder mit Obstbäume. Obstbäume hatte ich ja vorher schon so ein bisschen erklärt. Und da kommt dann halt noch dazu, die war ein bisschen weiter weg vom Hof. Waren so 5 Kilometer. Eigentlich so die Wiese, die mit der größten Entfernung. Und ja, zwischen den Obstbäumen wächst wieder ein bisschen langsamer. Zudem kommt ja auch dazu, dass man Heu eigentlich jetzt nicht direkt am 1. Mai macht, weil es da in der Regel noch nicht passendes Wetter ist, sondern macht man ein bisschen später. Da ist das Gras zwischen den Bäumen dann auch ein bisschen mehr gewachsen und ja, hat sich dann halt auch angeboten, die ganze Wiese auf einmal zu mähen. Wie gesagt, ein bisschen weiter weg muss man nur einmal hin. Und die Ballen, Heu ist ja trockener, kann man besser komprimieren. Jetzt habe ich schon wieder einen falschen Winkel, egal. War einfach. Hauptsache der fährt. Die konnte man dann mit, ja, wenige Transportfahrten einfach nach Hause fahren. Dann war das Thema erledigt.
Genau, das ist so im Endeffekt der Grund, wie wir entschieden hatten, warum welche Wiesen zu Heu gemacht werden. Und die anderen, die waren zu dem Zeitpunkt meistens eh schon komplett abgeerntet und einmal zu Silage verarbeitet. Beziehungsweise ein kleiner Teil zu Hause im Hof rum, der wurde stehen gelassen und der Teil, ja, wurde dann Tag für Tag frisch an die Kühe gefüttert. Und so mache ich das hier auf dem Server auch. Ich habe 3 Wiesen. Einmal die hier, einmal die hier, also die ist jetzt Heu. Die gibt Silage oder ist ja schon. Und dann haben wir noch die hier, beziehungsweise hier oben unterhalb vom Wald. Und ja, wenn es mir niemand wegkauft, habe ich vor, noch Feld 34 zu kaufen. 200.000 ist zwar jetzt hier so ein bisschen schlechter, aber ja, wir haben hier oben eh schon unsere Sachen. Vielleicht sähe ich da auch noch Wiese ein. Und ich werde es dann zukünftig auch so machen, dass ich einfach zu der Wiese hinfahre, jeden Tag einmal einen Ladewagen voll Futter mähe, dann fahren wir wieder heim und füttern damit die Kühe. Dann kriegen die jeden Tag einen Ladewagen voll frisches Futter. Das Einzige ist, ich muss vielleicht mal noch schauen, schreibt ein Fondi da. Fondi hat Lecks. Also wir haben keine Lecks. Also, oder? Seht ihr Lecks? Nö. Alles tipptopp. Wir haben sogar, oh, 38 FPS. Nicht ganz so viel wie, aber passt. Jetzt hat er mich rausgebracht. Genau, vielleicht muss ich einen größeren Ladewagen mir noch besorgen, weil er festgestellt, ich brauche 1,5 Ladewagen pro Tag für den einen Kuhstall. Ist ungünstig. Und wenn wir dann noch einen zweiten Stall haben, dann wird es kompliziert. Die Frage ist nur, passt der große dann auch in den kleinen Stall rein? Vielleicht müssen wir uns nämlich einfach einen zweiten, größeren anschaffen und den kleineren behalten. Aber das ist auch Teil einer weiteren Folge. So, ich würde mal sagen, ein bisschen was haben wir hier an Heu gepresst. Machen den mal hier aus. Warum steht denn der jetzt hier schon wieder? Ach, weil er hier runter ist. Würde ich den nochmal neu da hinten einstellen. In der Hoffnung, dass der endlich mal hier funktioniert. Und nicht die ganze Zeit pausiert. In dem vorderen Teil hat alles tipptopp funktioniert, bevor ich das Video hier gestartet habe, aber naja. Und dann schauen wir uns mal unser neues Fahrzeug an, was hier auf dem Hof ist. Beziehungsweise Fondi hat noch irgendwas von COG geschrieben. Herrliches Wetter, oder? Das ist eigentlich das perfekte Wetter zum Heu machen. Ein bisschen bewölkt, aber trotzdem scheint die Sonne sehr, sehr gut. Ja, da vorne steht's. Am Hof habe ich. Und wenn ich hier aufs Feld rausfahre, habe ich bestimmt wieder 60, 70. Aber in der Vergangenheit hatte ich hier teilweise hier am Hof 25, 23. So, da wäre unser neues Gefährt. Und zwar ein Teleskoplader.
Ja, warum genau den hier? Der war im Angebot. Hat mich plus 70.000 gekostet. Und boah. Gefällt mir soweit ganz gut. Hat auch ordentlich Leistung. Ich war mir zuerst ein bisschen unsicher, ob ich mir den holen soll, aber ich habe da mal hier reingeschaut. Die anderen, ja, die haben dann so 130 oder noch weniger PS. Und der hat halt 145 PS, also von dem her. Oh, das ist kein richtiger Teleskoplader aus meiner Sicht. Aber ansonsten hat keiner mehr Leistung. Und ich habe auch Ballen gepresst. Jetzt liegen wieder vier Ballen rum. Das kann gut sein, dass deshalb die Performance des Servers ein bisschen schlechter ist. Aber das ist ein altbekanntes Problem, also weiß ich nicht. Wir können ja kurz noch rüberschauen. War ja schon mal kurz auf die Wiese. Muss dann einen Anhänger da hinten, wird man wahrscheinlich nehmen. Zum Ballen stapeln. Aber das werde ich mit dem hier machen. Vielleicht hole ich mir auch noch einen anderen Anhänger. Muss mal schauen. So, hier drüben. Ach nee, da ist ein Zaun. Mein Zaun hier, der ist im Boden versunken. Also, der ist ja, man kann halt hier nicht drüber. So. Hier, schaut euch das halt an. Also, es ist halt auch eine ordentliche Menge an Ballen. Gut, 84% sind bald fertig gegärt. Ich kann die aber trotzdem schon einsammeln und das andere Lager einlagern, wo sie noch fertig gären können. Wenn ich jetzt hier hochgehe aufs Feld, zack, im Wald, direkt schon mal ein bisschen mehr FPS. Ich weiß auch nicht, das habe ich mich hier gefragt vorher, warum der hier steht. Ich bin hier nicht hin, aber okay. Vielleicht parken wir den hier einfach mal ein bisschen auf die Seite. Dass der niemand im Weg ist. Ich brauche ihn jetzt nicht. Werde jetzt erstmal noch ein bisschen weiter Heu pressen, Heu schwaden. Und ich würde sagen, das Video ist jetzt auch schon wieder relativ lang. Für euch geht es dann im nächsten Video weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst einen Daumen hoch da. Und dann habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Iltis. Da unten liegen sie, unsere Bällchen. Ciao, ciao.